Hallo, hier ist euer Shadowbroker 80 mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. Wir hatten jetzt die eine Quest, den König zurückgebracht. Jetzt kommt Schwer wiegt der Kopf. Wir sollen Eva folgen, das hatten wir vorhin ein kleines Stückchen schon gemacht. Mal gucken, was er von uns will. Ich kann es nicht ausstehen, wenn ich dich suche. Du hast ein düsteres Urteil über mich gefällt, was? Das ist nicht schlimm. Denn ich habe mir auch eine Meinung über dich gebildet. Ihr da! Verschwindet! Setz dich. Ich weiß, ich war ein Arsch. Du bist eine gute Kriegerin, das respektiere ich. Mögen alle wissen, dass Eva der Knochenlose Eivor als Freundin betrachtet. Wer nennt dich Knochenlos? Ein Wurm in Irland. Hab meinen Speer in seinen Eingeweiden gesäubert. Er nannte mich Knochenlos, weil ich mich wie Schilf im Wind bewege. Nicht, weil du immer zu betrunken zum Pflügen bist? Das war gut. Valhall. Dorthin zieht es mich. Ich kann das Blut riechen und den Met schmecken. Ich werde mit meiner Axt in der Hand neben dem Hohn sitzen. Ein passendes Ende für einen Ragnarsson. Sollte man meinen, was? Ich, Halfdan, wir werden dort sein. Aber Ober, nein. Wir jagen nicht demselben Sieg nach. Nicht mehr. Was will Ober denn? Er will irgendwo auf einem Bauernhof alt und fett werden, umgeben von lauter kleinen Obers. Er will einen Erben. Davon träumen viele. Krieger nicht. Dringer wie wir träumen von anderen Dingen. Früher war es nicht so, aber Englerland hat ihn verweichlicht. Wir könnten jetzt rauskriegen, wie er früher war, denke ich mal. Oder ihm auch sagen, dass man sich verändert. Oder wieso er noch bei ihm bleibt. Bisschen pieken, ne? Wäre auch gut. Wenn es dich so sehr stört, warum ziehst du nicht ohne ihn los? Weil er mein Bruder ist. Ich liebe ihn. Und ich werde tun, was nötig ist, um ihn wieder von meinem Weg zu überzeugen. Wir alle sind Krieger. Und zwar bis zu unserem Tod. Was ihm jetzt beim Pinkeln beobachtet? Ist klar. Hat sie ihn beim Fiesel beobachtet und dann ist er besoffen und umgekippt in der Scheune. Und sie wacht irgendwo in der Wildnis auf, hm? Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Habe ich die Krönung verpasst? Wie viel haben wir getrunken? Ich kann mich gar nicht erinnern. Was haben die denn hier angestellt? Mal gucken. Okay. Musikwechsel. Heißt das was Gutes oder nicht? In den meisten Spielen heißt ein Musikwechsel nichts Gutes, ne? Wo ist mein Sohn? Wir sandten Wort nach Riopedun. Keine Antwort, mein Herr. Wir sollten jetzt weitermachen.
Ich glaube, der Sohn wurde von seinem ehemaligen Lehrmeister gestänkert. Nett ausgedrückt. Du hast mich aufgespürt, alter Freund. Und hier stehe ich nun vor dem Thron, der eben noch meiner war. Hier sollst du die Entscheidung dieses Vitenagemots anerkennen, dass du nicht geeignet bist zu führen und hiermit abgesetzt wirst. Wir verlangen hiermit, dass du Königreich und Krone an Tarn Ceolwulf abtrittst. Mercia hat gesprochen, Herr. Die Krone. Bist du es, alter Freund? Ach ja, ich kann es sehen. Vergib mir. Das Gewand der Rechtschaffenheit sitzt nicht gut auf deinen Schultern. Wenn der Himmel mich fälschlicherweise zum König krönte, verzeiht seine irrenden Weisung. Amen. So, wo ist meine Krone? Verzeih meine Aufregung. Hier bin ich nun. Ein aufrechter Mann, der nie gelernt hat, niederzuknien. Und doch will ich es versuchen. Ah, so einfach ist das. Ganz ohne Angst und ohne jegliches Gefühl. Er macht sich über dich lustig. Leg ihn um. Keine Sorge, Däne. Ich werde diese Krone abgeben und dieses ganze heidenverseuchte Königreich und die Gunst dieser heuchlerischen Männer. Aber nur zu meinen Bedingungen. Meine Forderungen sind einfach. Erstens müssen... Du Narr! Sieh dich doch um! Niemand hier folgt dir mehr. Flehe um dein Leben, denn mehr wird dir hier niemand mehr zusprechen. Ja, ja! Verzeihung, ich... Tu mir nicht weh! Ich beschwöre dich! Bitte! Ich werde fortgehen! Hier! Ich trete sie ab! Hier! Bringt ihn und seine Frau nach Rom. Er ist hiermit ausgestoßen und soll niemals mehr wiederkehren. Das Vitenagemot anerkennt König Ceolwulf von Mercia, Zweiter seines Namens, ein gerechter und gnädiger König. Gott schütze ihn! Hoffentlich war das die Schererei wert. Mercische Soldaten marschieren nach Eupidun. Leofrid, treu bis zum bitteren Ende, der Bastard. Trommelt alle zusammen und teilt sie zwischen Nord- und Südtor auf. Das dürfte sein Heer teilen. Chiolbert ist dort. Eivor, du musst meinen Sohn retten. Er wird das überstehen. Versprochen. Ich bleibe hier bei Ceolwulf. Geh. Okay. Nach hier. Hudun reisen, okay. Ein Pferd? Ein Königreich für ein Pferd? Da habe ich eins. Gucken wir erstmal. Verkehrt. Wir müssen bis an die Wiederwelt reisen. Machen wir eine Schnellreise? Denke ich, effektiv, ne? Machen wir eine Schnellreise. Ich muss die Brüder finden. Vielleicht haben sie Ceolbert gesehen. Da runter, dann da rein. Na los. Achso, Verletzte.
mein Leben! Habe ich ihm gerade den Arm abgekriegt? Aua! Schon wieder ein fester Schwert, Digga. Hast du Theodor gesehen? Nein, aber Leofried, wie er über den Fluss floh. Er jagte jemandem hinterher. Das muss Theodor gewesen sein. Die einzig lohnende Beute in diesem Drecksloch. Danke, Eivor. Ja, bitte. Deine Zeit ist um. Frisch gepuderte Nase. Oh, auf der Uferseite schnell. Mal gucken, was da drin los ist. Soll die Insel durchkennen? Theobert, er ist in Gefahr. Ich gebe nicht nach, Leofried. Ich bitte, du willst das nicht wirklich tun. Leofried, lass ihn gehen. Tu, was ich sage. Ich tue, was mein König sagt. Dänen bringe ich zum Schweigen. Hiermit. Lass es sein, Leofried. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Wir haben Cheopedun gestürmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das geht leider nicht. Dann wirst du nun sterben. Oder du. Ein Bosskampf. Du kannst nicht gewinnen, Leofried. Doch, selbst wenn du mich bezwingst, haben die Ragnar sonst trotzdem gesiegt. Ich bin schon gegen viele Dänen angetreten. Erfolgreich. Du warst langsam. Ha! Ein willensstarker Tann. Burkhard hatte Glück. Es ist meine Pflicht, Mercia für euch zu beschützen. Ehe ich aufgebe, sterbe ich. Mist. Wie fühlt sich das an? Scheiße, fühlt sich das an. Du bist am Ende. Noch nicht. Kämpfe, Heiden! Leofried, ich will dich nicht töten. Du bist ein sehr guter Krieger. Ich würde dich gerne in meiner Bande haben. Bläst du deinen Gott gar nicht an? Oder deinen König? Ich habe einen Eid geschworen, Burkhard bis zum Tod zu dienen. Ich kämpfte. Ich verlor. Wir wissen beide, wie das läuft. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehrlosen Krieg führt. Burkhard hat ihn verlassen und verraten. An Leofrieds Stelle würde ich das erfahren wollen. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben? Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiterzuleben wird ihm nur Schande bringen. Er hielte sein Eid nicht, wenn er die Wahrheit kennen würde. Dann wähle. Wahrheit oder Ruhm. Das ist jetzt kacke. Töten oder verschonen? Bin ja nicht so ein Fan davon, alles abzuschlachten, was vor meine Flinte kommt. Schlechter Scherz. Aber er ist ein sehr guter Krieger. Ich würde Leofried überleben lassen, denke ich mal. Steh auf, Leofried. Du sollst weiterleben. Was? Deine Treue zu Burkhard beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Er gab die Krone auf und floh nach Rom.
Er ist fort. Du lügst. Was hätte ich davon, einen Mann kurz vor seinem Tod zu belügen? Er rettete sich selbst und überließ dich dem Tod. All deine Kämpfe. Für nichts und niemanden. Einen Vertrauten, der einem so nahe steht, zu hintergehen, ist ehrlos und 1000 Tode wert. Eivor, du hast mir große Güte zuteil werden lassen. Es ist nur gerecht, dass ich es dir vergelte. Hm? Bei Venonis steht eine Statue. Sie hält ein Gefäß mit einer Schriftrolle. Verbrenne sie. Eine Schriftrolle? Dein Name steht darauf. Auf Burgrets Geheiß hatte ich dich verzeichnet. Wenn die Eiferer sie lesen, werden sie dich jagen. Wer soll das sein? Das ist jetzt egal. Dir bleibt nicht viel Zeit. Verbrenne die Schriftrolle oder sie werden dich auf ewig jagen. Wohin wirst du jetzt gehen? Rom. Komm, bringen wir dich zurück. Ich dachte, ich soll die Rolle von den Eifern... Vorsicht, du bist verletzt. Es geht schon, wirklich. Nur ein paar Kratzer vom Kampf, mehr nicht. Diese Wunden werden schnell heilen. Du hast Glück. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Aber für ihn war es ein Spiel. Ich kam nicht an ihn heran. Du hättest dich verstecken sollen, Chilbert. Das war nicht dein Kampf. Doch, es war unser Kampf. Deiner, meiner, der meines Vaters. Ich musste helfen. Und das hast du auch. Du hast Tapferkeit bewiesen. Mut. Du bist kein Junge mehr. Er kann nur rüberstarten, dann ist gut. Als du... wegen Leofrid. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn verschonst. Einen fehlgeleiteten Mann zu töten ist nicht ehrenhaft. Er glaubte, sein König wäre bereit, für Mercia zu sterben. Jetzt kennt er die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird einen neuen Weg ebnen. Du hattest recht mit ihm, Chilbert. Es stimmt, dass die Grenze, die uns trennt, manchmal dünner ist, als es scheint. Blut und Schlacht geprüft. Mutig wie du bist, könntest du selbst ein Anführer sein. Oder auch der König von Mercia, Bruder. Der Tag wird kommen. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst. Dann bist du jetzt ein Odling. Oder Ätheling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes Urteilsvermögen verlangt. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Mein Sohn, geht es dir gut? Ja, Vater. Gut genug. Er brachte dir heute Ehre ein. Er kämpfte mutig gegen große Gegner. Habt meinen Dank, ihr alle. Und meinen Segen. Oba und Ivar haben unzählige Männer verloren. Wenn du dich erkenntlich zeigen willst, halte dich an unsere Abmachung. Selbstverständlich. Ganz Englerland wird bald wissen, dass Mercia einen neuen, mächtigen König hat. Die anderen Königreiche Englerlands werden euren Weg zur Macht nicht anerkennen. Mein eigenes Königreich auch nicht. Burgrets Soldaten werden sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben. Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenaforgier, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd, ich würde mich besser fühlen, wenn Chiolbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Würdest du ihn in deinem Clan willkommen heißen? Hast du ein Pferd, junger Ätheling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Bis zur Nene können wir zusammenreiten. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd.
Das beruhigt mich sehr. Halte dich bereit, Eivor. Ich werde nach dir rufen. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Die Zukunft von Englerland wird ziemlich heidnisch aussehen. Hier, Wolfsmal, als Zeichen unserer Freundschaft. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Ober. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch. Wie nett von dir, Ivar. Gern geschehen. Unsere Freundschaft ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Und Scheolbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Jetzt muss ich nur schnell zu dieser komischen Statue kommen, um die Eiferer von meiner Fährte abzubringen, oder? Denn Leofried sagte, dass man mich jagen wird. Eiferer. Wenn ich meinen Namen nicht reinwasche, jagen sie mich. Ich muss nach Venonis. Quest abgeschlossen, schwerwiegender Kopf. Mal gucken. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, okay. Das machen wir aber ein andermal. Gejagt und Dings. Mal gucken, wo die sind. Na, aktiviere ich mal kurz die Quest, dass wir sehen, wo sie ist. Oh ja, ich sollte auch auf die Karte gehen und nicht raus. Ah, hier, okay. Ist eigentlich gleich hier um die Ecke. Und dann gehen wir zu Ranvi und machen eine Übergabe. Und mal gucken, vielleicht machen wir dann noch ein paar Eiferer platt oder so. So ein, zwei, mal gucken. Okay, das war euer Shadowbroker 80 mit Assassin's Creed Valhalla. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen oder ein Däumchen oder beides. Und denkt an die Glocke, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Und oben rechts seht ihr, oder gleich am Ende seht ihr dann nochmal die aktuelle Playliste. Bis dann. Ciao, ciao.